Oh, ich habe Angst vor Mäuse. Ich fahre mal kurz durch den Cap durch, damit ich in die Straße reinfahren kann. Die Maus bitte Richtung E100 fahren. Weil mit uns kann man das am besten verdeutlichen, dann können sie auch gut drauf schießen. Ach so, da hinten. Auf der Seite ist die Straße schöner als auf der anderen. Das heißt, ihr könnt euch schon mal alle sichtmäßig Richtung E100 und Maus ausrichten. Ich sehe den 100 nicht mehr. So, weil als erstes, sagen wir mal, Verteidigung von der Straße. Mauser, nimmst du die linke Seite? Von dir aus gesehen? Jo. Hey, pass auf, die hauen uns jetzt alle die Plauze weg. Halt auch mit der Wanne richtig ran ans Haus, dass du da mit der Kanone User in die Straße reinschauen kannst. So, prinzipiell reichen im Normalfall zwei Panzer, um eine Straße zu halten. Gilt halt immer auch, ganz wichtig, so weit wie möglich Wanne zu stellen und einen Turm anwinkeln, wenn ihr Gegner seht. Wenn jetzt gehen mal Tiger 2, IS-6, C-Schuppen und Disse, fahren dann mal bei uns in die Straße rein und versuchen auf die Maus und den E100 zu schießen. Maus und E100 bitte nicht zurückschießen. Und nur zwei. Schießt ruhig. Das hat ja schon mal nie funktioniert. Ihr seht, wenn man so defensiv steht, wie ich und die Maus jetzt, macht es immer Sinn, einen Turm zu wackeln. Aus dem einfachen Grund, um zu versuchen, möglichst den Weak Spot zu verbergen. Ja, Und Karo es ist Baron. lustiger. Genau, ist denn der Weak Spot? Beim E100 oben dieser komische Querbalken. Achso, wo Okay. du da schön Feuerstopp Schaden machen bitte. kannst. Der Querbalken, okay. Feuerstopp bitte. Ja, der E100 hat oben auf dem Turm so einen Querbalken drauf. Das ist Ja, ich das sehe den vor. Entfernungsmesssystem ist das eigentlich, ja. Genau, das ist der ultimative Weak Spot beim E100, wenn man drauf schießen kann. Ansonsten. Also ich muss schon nicht von den Turm treffen, sondern noch ein Stück drüber das Ding treffen. Genau. Ja, diese komische Rahmen da oben Ja, drauf, die okay. Leiste. So, der E100 steht jetzt angewinkelt zu C-Schuppen mit dem T29. Schießen wir mal vorne auf das oberste Rädchen, das so rausschaut. Genau, das ist nämlich der ultimative Weak Spot bei einem angewinkelten E100. Dieses Rädchen, das so hoch steht, da kommt eben sogar mit 198 Durchschlag. Irgendwie. Irgendwie ist er weg. Also Ja, vorne ne? das Zahnrad oder was? Von das Antriebsrad? Ja, Genau, das das ist ist bei wo ist fast der allen Antriebsrad? Panzern. Sobald es ein Stück hoch steht, ist das der ultimative Weak Spot gegen angewinkelte Panzer. Das geht eigentlich immer. Und wie gesagt, hast du gesehen, der C-Schuppen hat ja auch nicht so den hohen Durchschlag mit seinem T34, ist da ohne Probleme durchgekommen. Das ist übrigens, bei der Maus ist es kein Weak Spot zum Beispiel, weil der hat da eine Panzerplatte drüber. So, wenn ich und Mauser uns jetzt euch annähern würden, würden wir euch nicht frontal anfahren, aus dem einfachen Grund, weil wir dann natürlich unsere Weak Spots präsentieren. Wenn ihr durch Straßen fahrt, fahrt möglichst immer schräg. Zickzack von einer Seite zur anderen. Aus dem einfachen Grund, wenn die Gegner vor euch auftauchen, können die aus dem Reflexschuss heraus meistens nur auf eine angewinkelte Wanne schießen. Wenn man zu zweit fährt, ich fahre mal zum Mauser zurück. Macht Sinn, wenn man im Zug fährt, sich da ein bisschen abzusprechen. Okay, Mauser, fahr mal geradeaus los. Und kurz bevor du an die Kante kommst, dann nach links drehen. Und da weiter schräg fahren. Und da geht es normalerweise, der hinten steht, orientiert sich an dem, der vorfährt. Das ist auch deswegen so wichtig, wenn man im Team fährt, dass man sich gegenseitig nicht den Schuss zustellt. Deswegen sollte der hinten fährt, immer ein kleines Stück Abstand haben zu dem, der vor ihm fährt. Also ungefähr so wie ich jetzt zur Maus. Dass man quasi sich nicht direkt nebeneinander steht, dass man sich nicht am Ende noch ein HE-Splash oder sowas einfängt oder einen Arti-Schuss, sondern immer leicht versetzt.
Dann ist der Gegner schwerer, beide auf einmal zu treffen. Also da muss ich aber dazu sagen, selbst wenn du so, so schräg versetzt stehst, ein Artischuss genau in die in den Bereich zwischen den beiden, zwischen Heck und Front von E100 und Maus, hast du trotzdem einen Artischuss, der durchgehend von beiden ist. Ich weiß, dieses Schrägfahren ist auch eigentlich eher gegen Heavys, beziehungsweise wenn man noch nicht gespottet wurde oder der Gegner noch nicht weiß, wo der Gegner steht. Das gleiche gilt bei rückwärts in Deckung fahren. Weil meistens macht es keinen Sinn umzudrehen, weil dann schießen sie euch im Motor und dann fangen sie an zu brennen. Und beim Rückwärtsfahren halt auch immer schräg fahren und Wanne wackeln. Immer schön mit der Wanne wackeln. Auch wenn man dadurch ein bisschen langsamer wird, da hat man meistens höhere Überlebenschancen. Klassiker bei der Maus, da genau bleibt man so stehen. Kommt mal ein Stück reingefahren, damit ihr es seht. Dreh ich mal noch ein bisschen mehr nach links, Mauser, genau. Und wieder ran ans Gebäude. Dort neu ausrichten, ne? Wenn man an der Kante stehen muss. Das kann passieren, wenn man eine Straße alleine halten muss, einfach nur um Zeit zu verkaufen fürs Team. Macht Sinn, sich so hinzustellen, dass ein Stück vom Heck rausschaut, wie vorher eben angesagt, dass man trotzdem noch mit der Kanone vorne rausschießen kann. Das geht auch mit Panzern, die vorne den Turm haben. Da muss man halt ein bisschen anders ranfahren. Ah, wen haben wir hier? Disse? Jo, kannst du mal beim E100 auf die Wanne vorne schießen? Genau. Prallt jetzt ab, selbst wenn er mir Richtung Weakspot aus auf die Kette eben schießen würde. Und ich könnte ihm theoretisch direkt eine reinblasen. Darf ich mal kurz was zu den Weakspots fragen, jetzt zur Maus? Na klar. Die hat ja zwei solche Knuppel auf obendrauf. Ist es beides Kommandologe Weakspot oder ist es was unterschiedliches? Dieses Hütchen, das du siehst. Das Hütchen, das du siehst, da triffst du im Normalfall sein, oh Gott, was war das? Ich glaube sein Sichtschlitz. Machst aber im Normalfall keinen Schaden. Okay. Also jetzt dieses kegelförmige ist das jetzt, was ihr meint. Genau. Okay. Das andere ist sozusagen dann die normale Kommandoluke. Nicht erschrecken, ich schieß mal kurz auf dich, Mauser. Naja. Seht ihr, ich habe ihn voll getroffen, aber keinen Schaden gemacht. Aber Modul müsste kaputt sein, oder? Nee, jetzt gerade nichts, aber der Sichtschlitz war vorhin schon mal beschädigt, deswegen. Dann schieße ich dann noch kurz das zweite Hütchen. Warte. Das jeder, der kriegt auch keinen Schaden. Okay. Wenn eine Maus so steht und ihr habt keine HE oder panzerbrechende Munition dabei, müsst ihr drumrum fahren. Sonst kriegt ihr das Ding nicht klein. Das könnt ihr vergessen. Wenn ihr panzerbrechende Munition habt, gilt auch bei der Maus, neben die Kanonenblende schießen. Genau, wenn er mit dem Turm wackelt, macht es mir natürlich schwerer. Den habe ich mir überhaupt geprallt. Aber im Normalfall neben die Kanonenblende schießen, da kommt er relativ gut durch. Hier seht ihr diese zwei Striche, die da neben der Kommandoluke links und rechts runtergehen. Wenn ihr genau auf den Strich schießt, kommt ihr normalerweise durch. Ich schieße es aber mal nicht. Ja, mach mal, ich halte mal still. Na, das ist also gegen eine Maus zu kämpfen, ohne panzerbrechende Munition, dann müsst ihr daran vorbeifahren im Normalfall. Also mit normaler HE kann ich also auch auf die Maus schießen, an die Kanone dran, oder was? Warte, ich zeig's dir gleich. Probieren, ja. Nee, ich bin nicht im Gefecht, mir brauchst du das nicht zu zeigen. Aber mit HE machst du immer ein bisschen Schaden. Ja, schießt halt einer mal mit HE. Ja, ich mach. Das hat bei der Maus. 29, ja. Weil sogar bei der Maus hast du gerne mit HE mal abprallern. Das war ein HE-Geschoss, aber hat nicht so viel gebracht. Aber es funktioniert öfter mal. Oder aber wie gesagt, wenn eine Maus so stehen seht, dann fahrt drumrum. E100 ist da leichter zu knacken, weil er eben diesen Weakspot oben drauf hat. Wie sieht das mit dem Drehkranz aus? Bei manchen Panzern kommst du auch am Drehkranz durch. Theoretisch auch möglich. Aber das Problem ist, bei der Maus ist vor dem Drehkranz durch die Kanone fast alles zugestellt. Da hast du aber vorne, glaube ich, noch so ein Winkel drauf. Ne? Ja. Also den musst du dann schon sehr genau treffen und im Normalfall steht eine Maus da ja auch nicht alleine. Ist ja nur eine Frage, wo man da hinklatschen kann. Letztlich. Ja, der Drehkranz, ich drehe mal mein Turmzeugchen. Das ist quasi diese kleine Abschrägung unterm Turm. Beim E100 jetzt auch. Da kommt ihr normalerweise bei allen Panzern recht gut durch, aber das ist sackschwer zu treffen. Also da würde ich mich eher nicht drauf verlassen.
Ja, gut. Okay, dann mal bitte kurz Feuerstopp. Ihr seht ja, wie gesagt, an so einer Maus kommt ihr nicht ran. Das könnt ihr auch mit anderen Panzern machen, wie zum Beispiel ein KV-4 oder auch ein IS-3 funktioniert das hervorragend. Weil selbst wenn ihr jetzt versuchen würdet, hinten auf sein Heck zu schießen, würdet ihr im Normalfall einen Abpraller haben, weil der Winkel zu steil ist. Wenn die Maus sich jetzt zurückziehen würde, wie würdest du fahren, Mauser? Zurückziehen oder ja, schießen? Ja. Zurückziehen. Also wenn jetzt einer hier, wenn ich schießen will, kann ich hier auch nochmal kurz zurückfahren und schießen und wieder vorfahren. Und wenn ich jetzt zurückfahre, ja, das ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt hier drehe, dann zeige ich meinen Weakspot. Genau, das ist nämlich das Problem, wenn man so aber steht. Aber es lässt sich fast jetzt nicht vermeiden anders, ne? Oder ganz man fährt genau. So, ich zeige die Seite. Ja, das ja. Ist das Problem. Das heißt, wenn man so eine Stellung einnimmt, heißt es im Normalfall, man stellt sich dahin, um die Stellung zu halten und macht das so lange, bis man tot ist. Das richtig. Macht dann Sinn, wenn man eben seinem eigenen Team Zeit kaufen will, um zu cappen oder woanders welche rauszunehmen. Gegner aufzuhalten, ja. Was denn so kann man eben auch Rushs verhindern. Also wenn jetzt ich und die Maus hier stehen, würden wir prinzipiell versuchen, wenn die Panzer nicht rauszunehmen sind, den öfter die Ketten zu ziehen und uns dann in Deckung zu flüchten. Das macht auch immer Sinn. Nur mal kurz eine Frage, was war denn bei der Maus von vorne der Weak Spot? Also wenn sie Mitte. Okay. In Mitte diese Nische, in die Nische reinschießen. Okay. Ja. Die ist beim E100 auch. Das ist auch bei beiden, da steckt die Zwiebel drin, da geht er gerne in Brand. Aber schieß mir mal bitte jetzt die Maus nicht kaputt. Ich habe noch genügend im Moment. Sollen wir beim E100 weitermachen? Ja, schon fast kaputt. So, mal kurz gucken. Moment. Das hat mal vorher schon alles. Genau. Jetzt fahren wir mal kurz. Ja, so wie ihr steht, ist schon ganz gut. Wenn ihr jetzt einen Rush fahrt, also zum Beispiel versucht die Stellung von der Maus und dem 100 anzugreifen, habt ihr natürlich das typische Random-Problem. Ihr wollt da schön hinfahren, plötzlich haut der vor euch die Bremse rein, lässt euch voll auffahren und könnt nicht schießen. Deswegen versucht nie ganz Wanne an Wanne zu fahren, sondern lasst immer ein bisschen Platz neben euch und versucht ein bisschen schräg zu fahren. Weil jetzt zum Beispiel C. Schuppem könnte über die Frontplatte von Disse auf mich schießen. Ihr müsst immer schauen, dass der Nebenmann von euch irgendwie an euch vorbeischießen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein bisschen näher an Disse ranfahren würde, dann müsste C. Schuppem durch seinen Turm schießen und das wäre dann schon wieder Chaos. Und das ist dann auch das, wie der Team-Damage immer bei den Random-Gefechten passiert. Deswegen lasst immer Platz zum Nebenmann oder schaut, wo seine Kanone steht. Wenn ihr auf die rechte Maustaste drückt, könnt ihr euch umschauen, ohne den Turm zu drehen. Und wenn ihr eingezielt habt, könnt ihr sogar schießen. So, die automatische Zielerfassung, die kennt ihr bestimmt auch. Wenn ihr auf den Gegner zielt und rechte Maustaste drückt, dann visiert ihr den automatisch an. Das macht Sinn, wenn ihr Defensivstellung aufbaut und nur kurz rausfahrt zum Schießen, aber prinzipiell gar keinen Schaden machen wollt, sondern nur die Gegner daran hindern, weiter vorzufahren. Das macht eigentlich im Normalfall keinen Sinn, weil ihr fast immer auf die Kanonenblende vom Gegner schießt. Die Schuppe hat es ja gesehen, ich habe direkt einen Abprall an ihm gehabt. Das gilt quasi nur, um dem ein bisschen Angst einzuflößen, dass sie nicht im Vollgas vorwärts durchfahren. Einschüchterung. Also, da muss okay, ich jetzt aber zusagen, beim E100 zielt jetzt aber mein T34 eher auf Drehkranz. Ja, ja, aber der zielt immer auf den Turm im Normalfall und nicht auf die Wanne unten. Das heißt, es ist halt eben für so typisches Sparage Fire, also Sperrfeuer. Das geht auch sehr gut, wenn man schnell vorhin einen Panzer dabei haben. Haben wir da überhaupt einen dabei? Mal kurz gucken. BNC oder so? T21 ist doch gut. Aber es gibt ja die Mets zum Beispiel. Du kannst auch mit Mets so eine Stellung gut halten. Mit einem Heavy und einem Met. Und zwar indem der Heavy für den Met quasi den Schild darstellt. Das heißt, ich würde den E100 so hinstellen und der Met wird immer rausfahren und mir vorne über meine Wanne drüber auf die Gegner schießen, um sie gekettet zu halten oder eben auch Schaden zu machen. Und natürlich immer auf die Minimap achten, falls ihr umzingelt werdet. Und die Minimap groß machen. Ja, könnt ihr auch machen. Mit Steuerung geht es meistens. Mit der linken Steuerungstaste. Bei den meisten. Ja, ist wichtig. Also so eine Minimap, es heißt zwar Minimap, aber man sieht sie besser, wenn sie ein bisschen größer ist. Gut, dann die geht größer. Mauser, yep. Fahr auch mal ein Stück zurück. Dass wir ein bisschen auf freie Fläche rauskommen. Oben Fragezeichen und die Taste rechts daneben. Ah. So kommt man aus der Dings rausgefahren aus der Deckung und bleibt ungefähr da stehen, wo die Schlüssel steht.
typisch habe. Weil gerade mit Heavys habt ihr öfter das Problem, dass ihr mehrere Panzer als Gegner habt. Da gilt es jetzt drauf zu schauen, wer hat das höchste Schadenspotenzial von den Panzern, die da stehen. Wenn man es weiß. Da muss man seinen Panzer möglichst so ausrichten, dass man zu den meisten Panzern den optimalen Winkel hat. Also so wie die T-34 und der IS-6 jetzt stehen, hätte ich nicht viel Wahl, da müsste ich mich ungefähr so hinstellen. Da bin ich angewinkelt gegen den IS-6 und gegen den äußeren T-34, aber nicht gegen den in der Mitte. Das ist natürlich auf offenem Feld, wenn sie weit auseinander stehen, sieht man das noch eher. Mal kurz zu dem IS-8 und dem T-34 anwinkeln. So. Wenn ihr jetzt auf BOI und Nautilus schaut, stehe ich ungefähr in 30 Grad Winkel zu beiden. Das heißt, ich habe eine erhöhte Chance auf Abpraller gegen beide, kann da aber natürlich auf Dauer nicht stehen bleiben. Richtig. Aber umso weiter man zurückfährt, umso kleiner wird natürlich auch der Winkel, umso leichter können sie einen wieder durchschlagen. Da kommt es jetzt immer darauf an, will man eben Zeit kaufen für sein Team oder will man durchrumpeln. Das Schöne ist, wenn es nur zwei Panzer sind, wie jetzt eben C-Schuppen und Nautilus, würde ich in dem speziellen Fall einfach an beiden vorbeifahren und einem eine mitgeben und mich dann erst drehen. Das kommt dann immer auf die Situation drauf an. Gut, dann mal Major Crash, Jagdfieber und The Line zu mir. User entered your channel. Da fahren wir kurz auf den Hügel hoch. Sorry, Jungs. Kein Problem. So, stellt euch mal alle mit ein paar Meter Abstand zu mir seitlich daneben. Dass wir in etwa in einer Linie stehen. Genau, so haben wir genug Platz zu manövrieren. Wenn es darum geht, wie fahre ich in der Gruppe, beziehungsweise wie lasse ich genug Platz? Einfach einen Panzer mal komplett anwinkeln und schauen, ob die Gegner so noch Platz hätte, der Partner an euch vorbeizufahren bzw. zu schießen. 30 Grad reicht im Normalfall. Dann seid ihr erstens weit genug auseinander für den üblichen HE-Splash, falls die Gegner mit HE schießen. Und ihr habt eben genug Manövrierplatz. Okay, wir fahren jetzt einfach mal zu dritt über die Kuppe drüber und dann links an dem Haus vorbei. Zielen dabei auf die Straße, wo die anderen stehen alle. Und fahrt auch mal ein bisschen Schlangenlinien. Genau. Es ist halt elementar wichtig, dass ihr euch gegenseitig Platz lasst, auch zum Schießen. Ihr habt es jetzt gerade gesehen, da wurde es jetzt schon eng, weil ein anderer Panzer stand. Wenn ihr zusammenfahrt, eben lasst ungefähr immer so viel Platz, dass der Panzer neben euch sich um ungefähr 30 Grad anwinkeln kann. Und wie geht man von so einer Linienformation in eine Straße über? Halten die äußeren einfach an, oder was? Das kann ich auch kurz zeigen. The Lion und Jagdfieber und Major Crash wieder neben mich. Wenn wir jetzt zum Beispiel... Nein, die enge Straße kommt nicht reinfahren, da stehen zu viele. Wenn wir jetzt links an euch vorbeifahren würden, da schaut man immer, wer ist der langsamste Panzer und wer ist der schnellste. Das sieht man ja, wenn man fährt. Wir fahren uns da jetzt gleich mal an und da gilt es prinzipiell, der Panzer mit der meisten Panzerung fährt immer als letztes um die Ecke, wenn es zu eng wird. Okay, fahren wir mal los. Wir fahren quasi links an Hellboy vorbei. Ihr müsst halt dann immer Turm blockieren und schauen, wie fahren die anderen und den anderen immer Platz lassen. Und in der Not auch mal kurz stehen bleiben, dass die quasi genug Platz haben, um durchzufahren. Wenn jetzt so eben so ungefähr diese Winkelung auseinander steht, dann ist auch immer genug Platz, dass die eine kleine Kurve fahren können, ohne dass sie gleich hinten reinrauscht. Aber der mit der meisten Panzerung fährt zuletzt um die Ecke, habe ich nicht ganz verstanden. Das macht nicht mehr so den normalerweise zuerst. Ist der schwerste Panzer immer der langsamste. Ach so. Dadurch, wenn man anfährt, wird der immer weiter zurückfallen. Und wenn man sieht, ah gut, die anderen sind schon ungefähr eine halbe Panzerlänge vor mir, dann gehst du ganz kurz vom Gas und gleich wieder drauf. Okay, weil du bist dann der prinzipiell auch am meisten Struktur hat. Ja, ich dachte halt, den schickt man vor und nicht nach hinten.
Ja, verliert aber die Gesamtgruppe wieder an Dynamik. Ja, man muss sich hinter der Ecke natürlich wieder sammeln. Das ist klar, aber okay. du wirst es nicht schaffen, dass alle Panzer im Gänsemarsch nebeneinander fahren. Hm. Weil sie einfach zu unterschiedlich in Beschleunigung und Geländeverhalten sind und so weiter. So. Zeige ich euch noch kurz eine Opferstellung. Okay, die Leute, die rechts neben mir stehen, also C. Schuppeln, Disse, Turbo Audi, Bierpatrioten, Gesse und Bio einmal zurück in die Straße, dass ihr mich aber noch seht. Zeige ich euch kurz das Major Crash. Winkel mal deinen Panzer so hinter mir an, kannst auch ein bisschen näher ranfahren, dass du mir übers Heck schießen kannst. Ohne aber, dass die sich sehen. Müsste ja im Normalfall gehen, oder? Oder bist du zu flach? Komm schnell drüber weg. Aber ich kann schon. Das vielleicht versuchen. Ja, normalerweise müsstest du drüber schießen können. Wenn ihr jetzt... Ja, hey! Er hat nur geguckt, ob er mir ins Heck schießt. Wenn ihr einen Panzer habt mit einer starken Panzerung und im Team spielt, beziehungsweise wisst, was ihr tut, könnt ihr euch so aufstellen wie ich und Major jetzt. Weil Major ist Hallander durch meine Wanne und ich bin angewinkelt. Das heißt, er kann schießen und ich kann schießen, wenn Leute angefahren kommen. Und er kann sich in der Not hinter mir verstecken, indem er quasi im gleichen Winkel neben mich fährt. Weil er niedriger ist als ich und sich seinen kompletten Panzer hinter mir verstecken kann. Das könnte sogar noch der T29. Wie gesagt, im Random eine gefährliche Sache, weil natürlich die Leute das meistens nicht checken, dass man sich hinter einem versteckt. Aber im Prinzip kann man das in Teamgefechten kann man das recht gut machen, dass man sich einfach hinter höheren Panzern versteckt. Im T8-Bereich kann man sich zum Beispiel hinter dem KV-4 ziemlich gut verstecken. Okay, Major, jetzt nochmal ein Stück zurück. Bitte? So müsstest du immer noch drüber schießen können, oder? Das geht natürlich im Random auch ein bisschen über Distanz. Genau. Also, gerade wenn ihr große, schwere Panzer habt, nutzt die ruhig als Deckung. Aber passt auf, falls die ihren Turm drehen, dass ihr eben nicht aus Versehen noch einen im Turm verbratet. Deswegen immer lieber über das Heck schießen, als vorne über die Frontplatte, weil da dreht man ja seinen Turm dran vorbei. Auch wenn man im Normalfall keinen Schaden macht, wenn man ihn vorne in den Kanonen reinschießt, ärgerlich ist es trotzdem. Wie sieht denn das mit Fracks aus? Nehmen wir mal an, du würdest jetzt wieso auch immer trotzdem tot sein und Crash noch hinter dir stehen. Bietest du dann immer noch denselben Schutz oder wird dein Frack durchschlagen? Ich biete tatsächlich den gleichen Schutz. Okay. Wir nehmen uns eh am Ende. Schießt. Hä? Schießt? Wie bitte? Ja, schießt den Hund über den Haufen. Macht ihn zum Frack. Okay. Jetzt muss ich mir nur kurz jemanden suchen. Genau, Major Crash kann mich jetzt komplett als Deckung benutzen. Ihr könnt aber versuchen, auf dem Major Crash zu schießen, da wo ihr steht. Major, wenn du deine Wanne noch ein bisschen mehr nach links gehst, stehst du noch besser. Genau so. Schießen alle daneben und hauen die Maus raus, ne? Und so wie er jetzt steht, kann er sogar durch meinen Frack durchschießen. Mit seiner Kanone. Warum geht das? Das funktioniert deswegen, weil seine Kanone länger ist als mein Frack. Das bedeutet, er kann. Das klang jetzt wahrscheinlich perverser, als es ist, oder? Das heißt, der Schuss startet am Ende der Kanone, oder was? Ganz genau. So kann man nämlich auch, wenn ihr es öfter mal gesehen habt, durch Häuserecken schießen. Und die Kanone wird eigentlich nicht mitgezählt bei dem Panzer. Schuss geht vom Turm ab. Also, BioEye könnte jetzt, so wie er steht, tatsächlich durch die Ecke vom Haus durchschießen. Das heißt, wenn ich Turm ziemlich weit vorne ist, ich in einer Hausecke stehe und mein Kanonenrohr drehe, dass praktisch die Spitze der Kanone um die Hausecke geht oder durch die Hausecke, kann ich schießen. Ja, funktioniert in den meisten Fällen. Wenn Mauser jetzt Häuser, ein bisschen weiter vorfahren würde, Mauser, fahr mal ein bisschen weiter in Richtung des ER-100. Und wie ist es mit einer Hauswand? Funktioniert tatsächlich genauso. Also wenn ich mit dem Panzer ranfahre, dass die Kanone praktisch, da gibt es also Häuser, wo man reinfahren kann, durch die Wand, durch Zeit, könnte ich auf den Gegner schießen. Klappt bei den meisten, aber wie gesagt, diese sogenannten Hitboxes von den Häusern sind immer rechteckig. Das heißt, die sind meistens ein bisschen breiter, als man sie sieht. Also die haben quasi, sind im Endeffekt
gehen sie meistens noch ein Stück drüber raus, genau. BUI hat jetzt das Haus zum Beispiel getroffen. Da müsst ihr noch ein Stück an das Haus ranfahren, damit es geht. Jetzt müsst ihr durchschießen können. Moment. Wenn du ein bisschen mehr nach rechts schießt, BUI. Ja, aber jetzt ich treffe auch. Also Bier triff ich jetzt auch. Ich schau mal zurück, triffst du mich da? Also ich hab genau ins Haus reingeschossen, wieder. Okay. Ja, also wie gesagt, es kommt immer auf die Hitboxes der Häuser an. Ist, bei vielen geht's, bei manchen geht's nicht. Es kommt immer drauf an, also ich glaube, bei den Häusern hier gelten die Randsteine als äußere Begrenzung. Aber das geht definitiv also nicht. Ich hab mir hier gerade ein viereckiges Haus gesucht und ich gehe definitiv durch und ich komme trotzdem am Haus raus. Okay, dann haben sie es wahrscheinlich geändert. Also wird sich mit der künftigen Haybok Engine ja sowieso dann ändern, da kann man dann alles kaputt schießen. Aber früher ging das auf jeden Fall und das waren dann immer die gerne als Cheater beschimpft wurden. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht haben sie es inzwischen geändert, indem sie einfach die Häuser breiter gemacht haben, als die längste Kanone quasi lang ist. Nee, geht noch. Also Hausecke geht noch. Also ich hab's gerade nicht hingekriegt mit meinem T29. Ja, wie gesagt, es ist bei jedem Haus anders. Man sieht ja leider nicht genau, wie die exakt begrenzt sind. Aber es kann auch sein, dass es inzwischen geändert haben, das kann man nicht genau sagen. Also durch Häuserecken durchschießen ist mittlerweile auch nicht mehr, weil Dota steht wirklich, das Rohr guckt direkt auf den Tiger 2 raus und er schießt einfach in die Häuserecke rein. Also das kann so nicht mehr sein. Also ich habe einfach versucht mit der maximal draußen, also dran stehen, dass ich gerade sozusagen noch in der Ecke bin mit meinem Rohr und das ist immer im Rohr, Haus rausgekommen. Ja, ah, okay. Bei Hügel funktioniert es aber teilweise noch, wenn man eine extrem gute Gun Depression hat. Ja, und bei Frax, wie gesagt, funktioniert es auf jeden Fall. Bei Häusern ging es früher auch, dann haben sie das wahrscheinlich mal zwischendrin irgendwann geändert. Schaue ich gerade, ob ich noch irgendwas auf meinem Zettel stehen habe. Das haben wir vorher schon alles gehabt. Jo, gut. Aua. Dann haben wir es im Prinzip. Dann könnt ihr euch gegenseitig über den Haufen schießen. Und ich bedanke mich. Warum haben wir das klar, Alter? Das war so schön eingezielt. Alter. Major Crash hat jetzt eigentlich die beste Stelle, die es gibt. Der ist geschützt von dem Jahrhundert und der Maus macht gerade. Kann genau zwischen die beiden Türmen durchschießen. Der dürfte jetzt unverwundbar sein. Nein, war er nicht. Hast du Kommandoluke getroffen? Ich hab zweimal auf seine Kommandoluke ansetzen können. Ja, da sind aber auch diverse Abpraller drauf, sehe ich gerade. Zwei Treffer, ein Abpraller bei ihm. Oh. Och man.